Und damit herzlich willkommen zum River Fighters Hauptformat 2022. Wir befinden uns in der Winterstaffel. Richtig hübsch, einfach jetzt einen leichten lila Schimmer. 81, aber ich wollte gerne ein Herz. Trotz, meine Mars! Auch in diesem Jahr dürfen die Teams natürlich wieder ausschließlich mit Kunstködern angeln, wie Gummifischen und Hardbaits, Wobblern, alles was das Kunstköderprogramm im Angelsektor hergibt. Ja, die Teams sind natürlich wieder stets fokussiert, denn es wird nicht leicht. Mit dabei sind Team Quantum, Team BFE Fishing Team, Team Lure Junks, Team Westin, Team River Fighters und Team Hearty Rise. Die Teilnehmer der Teams müssen wieder auf Hecht, Barsch und Zanderangeln. Und im besten Fall natürlich auf die Größten. Für Team Quantum geht an den Start Jonas Töllner und Thierd van der Plug. Für das Team BFE Fishing Team geht an den Start Pierre John und Alexander Stäbner. Bei Team Lurjunks geht an den Start Philipp Spitzer und Karol Kasierski. Für Team Westin tritt an André Schmidt und Steffen Kraus. Für das Team River Fighters John Schorns und Timo Seufert. Katze vom Boot. Ohne Echolot kann er nix. Ne? Und für die Gewinner aus dem Vorjahr Team Hearty Rise, Julia Patzak und Sven Patzak. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den River Fighters Winteredition. In dieser Winterstaffel können die Teams 5 Punkte am Tag holen. Den Big Fish, den größten Hecht, den größten Barsch und die größten 3 Zander. So wie den Full Card Point. Und damit genug gequatscht, wir wollen die Jungs und Mädels angeln sehen und damit viel Spaß bei Episode 1. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Winter-Edition River Fighters 2022. Ist richtig Winter. Es ist heute richtig Winter. Ja, wie viel Grad haben wir? Minus 1,5 Grad. Ja. Wir hatten die letzten Tage ein sauextremes Hochwasser. Es ist heute Nacht ein bisschen gefallen. Wir waren jetzt schon 2 Tage hier. Richtig geangelt haben wir nicht. Nein, oh, wir waren am Fluss, Dienstag 8. Ja, also es war grenzwertig, wirklich grenzwertig. Ja, heute, krasses Gegenteil, wir haben heute Windstille. Windstille. Wir sollen heute Sonne kriegen. Ja, hast du Sonnencreme mit? Nee, leider nicht. Oh, Scheiße. Aber wir sind wieder dabei, wir haben richtig Lust. Ja, wir haben Bock. Es ist schön, uns wieder zusammen zum Angeln zu treffen. Ja. Wir freuen uns. Freut euch auch, seid gespannt. Mal schauen, ich bin auch gespannt, was heute gewöhnt. Was wir jetzt 2 Tage. Auf jeden Fall. Ja. Aber komm, Bruder. Wir machen das Boot in Wasser. Genau, wir machen jetzt das Boot rein, fahren zur ersten Stelle und hoffentlich seht ihr uns bald wieder. Ja. Toi, toi. Weiter, weiter. Beginnt der erste Tag. Unser Start verlief bisher nicht ganz so. Nein, wir wurden mal eingesperrt, weil der Schlüssel abgebrochen ist. Unsere Batterie ist im Arsch mal wieder. Wie letztes Jahr. Wir machen wieder die Anker-Lady, aber diesmal haben wir nicht ganz so viel Wind, deswegen wird das Ankern wohl ein bisschen einfacher fallen. Ja, wir fahren jetzt zu unserem ersten Zander-Spot. Da versuchen wir so schnell wie möglich die 3 Zander zu bekommen, weil mit den Hechten und mit den Barschen haben wir arge Probleme, aber das werden wahrscheinlich nicht nur wir haben. Ja, werden wahrscheinlich alle ein bisschen mit rumstruggeln. Wollen wir mal gucken. Kommt einfach durch den Fluss, ist ein Tidengewässer. Ne, es ist sehr viel aufgewirbelt, das Wasser ist sehr eingetrübt. Und da der Hecht und der Barsch Augenräuber sind, ist es dann vielleicht nicht ganz optimal. Aber mal sehen, ob was kommt. Vielleicht melden wir uns gleich wieder mit Fisch. Ja. Team Westin ist wieder mit dabei. Dieses Jahr allerdings in einer neuen Konstellation, wie ihr sehen könnt. Einen schönen guten Morgen. Steffen ist mit dem Team. Philipp hätte an sich fischen sollen, ist leider erkrankt und deswegen hat Steffen sich bereit erklärt, ist mit eingesprungen. Wir kennen uns schon länger, wir haben auch schon öfter zusammen gefischt und ja, ich denke, wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Ja, so wird es sein. Training war mal gut, mal schlecht, aber das kennen wir alle, es ist Angeln und wir versuchen auf jeden Fall
erstmal, denke ich, die großen Zander zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mal ein bisschen mit dem größeren Köder starten und du hängst den kleineren dran. Genau, wir fischen. Und dann selektieren wir das ein bisschen oder schauen, ob wir rausselektieren können, kommt ein großer Fisch auf einen großen Köder oder wollen sie eher den kleinen Köder? Werden ausprobieren. Wir dann gleich mal sehen, ne? Im Training war es mal so, wir werden sehen, was funktioniert. Ne. Was wir noch dazu sagen müssen, Philipp hatte unsere Scale und hat die uns auch zugeschickt hier zu unserer Unterkunft, aber die ist leider bis jetzt noch nicht angekommen. Also bitte nicht wundern, wir benutzen die Scale der Firma Westin von uns und haben aber die Kontrollnummer alles dabei. Also ich denke, das sollte auch ganz gut funktionieren. Genau. Mit der Organisation wurdest du abgesprochen, nicht genehmigt. Genau, Johnny weiß Bescheid. Ja. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg, immer einen Zentimeter weniger als bei uns. Tight Lines, haut was raus. Viel Spaß beim Zuschauen. Petrell und viel Spaß beim Zuschauen. Ja, hallo zusammen. Also folgende Regeländerung will ich euch einmal kurz erklären. Und zwar haben wir für 2022 mit reingenommen, dass es je Staffel einen Ufertag geben wird. Nun ist aber im Winter so, dass die Spots ziemlich rar sind, deswegen ist der Team selbst überlassen jetzt im Winter, ob sie alle drei Tage vom Boot angeln oder ob sie diesen Ufertag einbauen. Wir werden höchstwahrscheinlich darauf verzichten, weil die Spots einfach zu wenig sind und wir nicht genau wissen, wo wir hingehen sollen. Dementsprechend, also im Winter ist es so, man kann einen Tag vom Ufer fischen, muss es aber nicht. Weil Hochwasser ist, mein Freund. Ja, sag ich doch. Hast du gesagt? Ja, klar. Entschuldigung. Spots sind wenig. Ja. Ja. Und Sommer und Herbst werdet ihr uns auf jeden Fall auch vom Ufer angreifen sehen. Genau, vom Sommer ist ja wie immer vom Ufer und vom Winter und Herbst jetzt jeweils ein Tag. Jawohl. Aber vielleicht angeln wir ja doch vom Ufer. Vielleicht finden wir einen geilen Spot, ja, wo wir sagen können. Ja, vielleicht sagen wir auch, ne? Wir greifen an. Leute, wünscht uns Glück, wir sind wieder die Letzten, Timo und ich. Ja, natürlich. Mein Name ist Pierre Jonen und zusammen mit Alex Steppner bilden wir das Team BFE. Ja, gestern zum Training, was sagst du, Alex? Ja, schwere Bedingungen, ne? Hochwasser, sehr viel Wind hatten wir gehabt. Ja, wie gesagt, heute haben wir 10 Stunden Zeit und gucken, was dabei rumkommt. Wassertrübung ist eigentlich optimal für Zander, ne? Ja. Gucken. Ja, also wir hatten jetzt viel mit Hochwasser zu kämpfen, recht trübes, so mehliges Wasser, sage ich dazu. War sehr schlecht. Wir haben auch schon mit Wilhelm hier gesprochen, der hier in der Nähe wohnt und sagt, ja, die letzten Tage wurde hier sehr schlecht gefangen. Wir selbst gestern im Training nur 2 Zander, kein Barsch, kein Hecht. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, machen die Köder scharf und dann sehen wir uns später mit dem ersten Fisch. So, bis gleich. Boah, wie schön das jetzt hier aussieht, ne? Du kannst richtig schön die Strömung erkennen. Ja, jetzt ja. Das war gestern oft so, ja. Zieh an. Wir haben noch 3 Minuten, dann geht's los. Wir waren eigentlich sehr, sehr gut in der Zeit, aber wir müssen halt den Wetterbedingungen ein bisschen uns anpassen und können halt nicht schnell fahren, weil Sicherheit geht nun einfach mal vor. Wir werden, ja, in 5 Minuten werden wir ungefähr da sein, können dann auch direkt anfangen zu angeln. Wir fangen erstmal mit einem Platz an, den wir nicht starten wollten, dem Wetter halt geschuldet, aber da haben wir gestern auch noch einen Kontakt gehabt. Deswegen schauen wir mal, 10 Minuten da, ansonsten geht's weiter. Wir sind halt heiß aufs Angeln und wollen jetzt anfangen, ne? Ja, yeah, wir wollen anfangen. Ich bin heiß! Ja, aber ist gefährlich. Ja, jetzt was Jonas sagt, wir sollen nicht an eine andere Stelle fahren, aber durch die Wehrbedingungen wollte ich gerne erst eine andere Stelle, dass die Nebel weg ist. Und wir fahren auf die Stelle. Ja. Oh. Wir fahren rückwärts in die Standgas. Ja, Leute, hier ist richtig Zug drauf. Wir waren das letzte Mal im Herbst hier und zack, wurde aus. Wir haben ein Problem mit dem Motor, der geht die ganze Zeit aus. Ey, so eine Scheiße, ey, was ist denn da los, ey, Timo? Ja, hoffentlich geht das nicht so weiter. Bei dem Zug, der hier auf dem Fluss ist, also ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal hier im Herbst mit war, da war das hier aber mal deutlich entspannter. Da hast du hier quasi gar keine Strömung gehabt und jetzt schiebt sie aber mal richtig dolle, ey. Ich bin gespannt, ich bin heiß, ich hoffe auf die ersten Würfe gleich. Gleich geht's los, ey. Und dann, ha, eine Minute, ach du Scheiße. Und dann heißt es schnell 3 Zander fangen am besten. Aber das ist leider nicht immer so einfach, wie es sich anhört. So. Damit steht der Plan bei den meisten Anglern und bei Team Westin werden noch die letzten Züge am Boot fertig gemacht.
Denn Ordnung muss sein, damit einfach kein Chaos entsteht und ein reibungsloser Ablauf auf dem Boot erfolgen kann. Schönen guten Morgen. Moin. 2022. Riverfighters. Karol und ich sind auf dem Boot. Episode 1. Pünktlich am Spot, 7.30 Uhr. Finisher sind heiß. So ist es. Ein paar neue Farben dabei, ein paar andere Köder dabei. Und wir legen jetzt gleich los. Hat ein bisschen Strecke hinter uns gebracht. Diesmal müssen wir nicht so weit mit dem Auto fahren wie im Herbst. Ja. Und hoffen wir, dass wir auf der Strecke, die wir auch im Herbst so gut gefischt haben, direkt anknüpfen können. Ne? Probieren wir mal einen Barsch zu fangen direkt am Moin. Das wäre das Schönste. Die haben es nämlich ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Also mal lieber, komm, gib mal Gas. Wir dürfen beginnen. Ich wünsche allen Teilnehmern ein kräftiges P3L, fangt viele Fische und wir sehen uns später. Ohne die Fischbrille geht gar nichts. Ist noch ein bisschen gefroren. Also. Also, toi, toi, toi. Wir machen wieder schöne drei Tage. Auf jeden Fall. Und let's go for the erste Zander. Los geht's. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nur Einfahrten zu fischen, weil hier wirklich so ein Druck drauf ist, dass wahrscheinlich alles andere so gut wie gar keinen Sinn machen wird. Und die Fische werden auf jeden Fall den Strömungsdruck entweichen und werden hier irgendwo in den Einfahrten auf dem Boden festgenagelt liegen. Die letzten Tage ist wirklich ein schweres Angeln gewesen, auch auf meinen Guiding-Touren. Wir haben zwar jeden Tag gefangen, aber es war ein Kampf. Die liegen wirklich so richtig auf den Boden festgenagelt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, 7.30 Uhr. Wir fangen jetzt an hier mit einer Uferkante. Ich fische jetzt hier mit dem Crank lang. Dabei habe ich gestern auch schon einen Zander erwischt. Also das könnt ihr auch ruhig mal probieren zu der Jahreszeit, auch wenn es Wasser kälter ist. Dann halt nicht so schnell führen. Der Alex jiggt ab, geht ganz hoch ins Flache, da wo die Zander sich gerne aufhalten beim Hochwasser. Und geht dann runter bis an die Kante, da wo die Steinpackung aufhört. Ja, gucken wir mal, dass wir in den Morgen schon ein paar Zander kriegen und dann hoffentlich viel Zeit für Barschenhecht haben. Wir sind jetzt auf den Gleithang gerade mal gewechselt von der Buhne. Karol hat auf dem Prallhang auch schon einen Fisch drauf gehabt. Der ist allerdings sofort ausgestiegen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch einen kriegen. Dann wahrscheinlich aber auch gleich auf die nächste Buhne wechseln, weil Karol hat es ja schon eine Weile gefischt. Kam jetzt noch nichts. Aber scheint halt allgemein ein bisschen schwierig zu sein heute früh. Ich glaube, bei Hardy Rice ist der Schlüssel abgebrochen. Das war das Zweite. Erst ist die Batterie zusammengebrochen. Dann haben sie keine Batterie gehabt. Ich hoffe, das hält sie heute nicht allzu sehr auf. Und dann hatten sie Schlüssel abgebrochen vom Rutenstaufer. Also bei denen war heute schon richtig Musik. Ne? War schon gut. Ich glaube, der eine oder andere hat nur sein Handy. Ne, Geldbeutel war weg. Und oh je. Bei uns lief es mal ausnahmsweise problemlos heute Morgen. Klopfen heute. Ja, danke dir. Schauen wir mal, wird schon noch was. So, angekommen im ersten Spot. Wir haben hier eine lange Steinkante, die sehr steil abfällt auf knapp 6 Meter. Hier ist recht viel Struktur unter Wasser, so eine Art Unterwasserbuhne. Und gestern im Training konnten wir hier ein paar Zander fangen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir hier wieder einen schönen Stachelritter überzeugen können und keschern können. Also, wir angeln jetzt 12 Minuten und der E-Motor funktioniert nicht mehr. Also, herzlichen Glückwunsch an Team Riverfighters. Ich habe jetzt die Vertikalroute hier ausgepackt. Das wird, glaube ich, ein zäher Tag jetzt. So ganz ohne E-Motor bei dem Druck, das wird spaßig. Da können wir uns auch was freuen. Jo, dann können wir uns auch echt was freuen. Ah, vertikal, das ist ja meine Lieblingsangelei, ne? Das kann ich allein wie Bauchschmerzen. Aber hilft alles nichts. Wir müssen die Fische fangen, egal was passiert. Jawohl. Erstmal die Rutenspitze da ins Wasser schmeißen. Zum Glück war sie schon montiert. Ach Leute, das immer irgendein Motor wieder aus.
gibt's doch nicht, ey. Aber der Sonnenaufgang ist schön, guck mal, Freunde. Ach, herrlich. Das ist doch wieder was, was Angeln schön macht. Bei all dem Chaos, was schon wieder existiert hier. Naja, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Meckern bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Batterie da gegangen ist, oder? Ja, du, ich weiß es nicht. Ja, was soll es denn sonst sein, ne? Ja, ich hab keine Ahnung. Hä? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, was soll es denn sonst sein? Ja, ich hoffe, es ist die Batterie. Und hier haben wir auf dem Teil keinen E-Motor. Passiert. Aber wir haben heute zwar weniger Wasser drin, aber irgendwie ist der Druck viel, viel größer auf dem Wasser hier. Mal gucken. Ich bin mit 18 Gramm noch so runtergekommen. Jetzt wird schon kritisch, aber gut. Fangen wir nur die sportlichen Fische. Und kaum gestartet, geht bei Team BFE der erste Fisch in den Kescher. Sauber, Alex. So, der erste Fisch auf Natural Perch. Der hat nicht lange gedauert, hoffentlich geht der Tag so weiter. Genau, nicht lange erzählen, jetzt müssen wir die Morgenstunden nutzen und schnell noch zwei Zander fangen. So. Sauber gemacht, Alex. So weiter geht's. So, willst du filmen? Knallharter Biss. 5 Meter Kante war das. Ja. Mal gucken. Machen wir einfach weiter. Das ist schon gut und vor allem auch schnell. Also wir haben bis jetzt hier noch nichts gehabt. Sauber, Jungs. Die Newcomer sozusagen, gleich die erste Episode eingeweiht. Sauber. Guter Zander. Guter Zander auf jeden Fall schon. Ja, dann schon mal Petri an Team BFE, die Neulinge in dieser Staffel. Sauber gemacht, erste Fisch direkt geliefert. Und wir versuchen jetzt hier mal weiterhin mit unseren Problemen mit nicht funktionierendem Motor, ausgefallenem E-Motor und Strömungsdruck vom Allerfeinsten klarzukommen und hoffen, dass wir uns trotzdem gleich mit dem ersten Fisch melden können. Team Chaos ist back. Boah, aber so richtig Team Chaos, Junge. Das belastet mich gerade ganz hart, kein Witz jetzt. Ja, ne? Mich macht's jetzt Benziner auch nicht. Benziner geht glücklich. Am laufenden Band aus. Ja, zack, wieder aus. Das ist ein guter Fisch. Sven? Ach du Fuck. Ne. Ne, bleib da vorne. Es sei denn, nee, komm mal hierher. Der kann geht, nicht. Der steht. Der kommt wo kommt der hin? Mann, der geht doch hinter dem Buch raus. Oh. Bitte gleich mal. Jetzt kommt er. Wird leichter. Alter, ist der reingedrückt. Boah. Ich habe diesmal ein Dinger drauf, gestern haben die Zander sehr, sehr spitz gebissen. Ja, was heißt spitz gebissen? Die hatten die schon voll weg, aber die hingen einfach nicht. Nicht! Psst. Soll ich die Bremsen wischen? Ja, Mann! Yes! Das ist ein Guter! Ja! hier! Oh Gott! Oh, der hat 90. 90 hat er bestimmt. Oh, ich zitter so. Ich liebe Hechte. Oh Gott. Oh, meine Knie. Ja, wirklich. Ich bin so. Oh Gott. Gut, den haben wir schon mal abgefrühstückt. Was für ein Start. Holter die Polder, die. Der ist so reingescheppert. Bam! Gib mir mal die Zange. Oh, so, wenn wir sich jetzt eindreht hier. Ja. 95. 95. Sauber. So, liebe Zuschauer, der erste Fisch ist jetzt gerade hier im Boot gelandet, ein 95er Hecht, saugeil, ist richtig hammerhart eingestiegen, hat sich richtig gut schwer gemacht. Ja, unser erster Wettungsfisch am Zanderspot, gut, hoffen wir mal, dass jetzt noch ein paar Fische kommen. Da wird's wieder zurück. Oh, so schön, ich finde das Hecht so gut.
Schau da hoch. So, Fischflossen, Flipflops. So, wollen wir auf die Zander mal ein bisschen mehr Druck machen. Nehmen wir wieder unseren Dirty Hulk, den CT-Shed. Das ist jetzt deren 11 cm. Und dann wollen wir mal gucken, ob das läuft. Oh Mann, ey. Hat sich zum Glück selbstständig gelöst. Ja. Oh Mann. So, hier, richtig. Kuddelmuddel. Aufgebogen. Ja, aber hat sonst ganz gut gehalten. Ah, mal kontrollieren und dann neu fertig machen. Boah! Ja, geil, Respekt, Junge. Leute! Ich sehe euch! Ich hoffe, ihr habt mich gehört. Ich habe Petri gesagt. Ja, das war klar, Mann, ne? Ja. Das Einzige, was wir am Ende machen können, Timo. Ja, leiern. Leiern, wenn wir keinen. Motor ja, da wissen wir, da haben wir so vorletzten Herbst haben wir da auch einige gefangen, als wir Barsche wollten und auf die ganzen kleinen Köder die ganze Zeit die Hechte drauf geschossen sind. Ja, aber Problem ist, vertikal können wir nicht, Motor geht immer aus. Doch, wir können es treiben lassen, wahllos. Ach, Timo, Mann. Katastrophe. Es ist einfach schon wieder eine Katastrophe. 95, wir hoffen natürlich, geil, dass der E-Motor heil ist und irgendwie vielleicht nur die Batterie irgendwas hat. Ja. Wir hoffen es. Ja. Hopefully. Jetzt waren wir genau oben drauf, ne? Aber sowas von schön. Jetzt gehen wir runter. Jetzt muss ein Einschlag kommen hier. Mhm. Junge, ist hier Alarm, ey. Mega Stimmung heute Morgen hier, ey. Der Nebel. Cool. War zwar ein bisschen tricky heute Morgen hier im Hochfahren. Da hatten wir einmal eine weiße Wand vor uns und dann war sie wieder weg. Aber kam ein paar Mal heute früh. War cool. Hast du es gesehen? Alter. Ja, Mann. Pum. Scheiße, Alter. Ist das. Lava, lava, lava. Lava, lava. Gramm Sonderfarbe von Tahos Angelgeräte. Tahos Angelgeräte. Fire Tiger SL. Ich habe schon ein paar gute Fische getroffen. Verlust, ne? Ja. Vielleicht geht es allein genauso, aber wir lassen uns jetzt mal nicht nervös machen. Wir haben noch 9 Stunden Zeit. Der Ball ist rund. Der Chickopf. Wird schon. Komplett andere Bedingungen wie gestern. Stimmt, ja. Vorgestern war das Wasser so hoch wie jetzt. Gestern war locker ein Meter mehr überall drin. Heute ist wieder Normalstand. Da, wo die Fische gestern waren, wo gestern sehr, sehr viele Fische waren, ist heute gar keiner. Also alles wieder auf Null. Gestern war es windig as hell. Heute Ententeich. Ententeich. Echt so glatt heute. Morgen geht der Wind wieder ordentlich steil. Also, ja, es ist eine krasse Herausforderung. Und Winter auch noch. Wir sind bekannterweise sind die Fische auch in ihren Rückzugsgebieten und das sind nicht die Flüsse.
Wir finden schon noch einen Fisch, Karol. Unter Garantie. Das hat ja auch gestern geklappt. Mit dem Hecht. Sander auch. Die Köder fangen. Probieren wir unser Glück noch ein bisschen. Das wird schon noch. Scheiße, kommen wir nicht dran. Ja, besser läuft's ja nicht. Ist doch wieder klar hier, Timo. Hauptsache morgen geht der E-Motor, oder? Ja, das wäre sehr, sehr wünschenswert. Ich würde sagen, gleich weiter, ne? Also muss ich mal kurz Gas geben, dann bleibt er an. Immer einmal drehen und dann kann ich schalten. Ja? Selbst ist der Mann, oder? Jetzt kommt ein Boot nach dem anderen halt, ne? Sehr gut. Nestmassig, oh, glaube ich. Der erste Zander des Tages. Auf dem Kuhpaddler? Ja. Kuhpaddler. Chartreuse? Nicht groß, aber ich glaube, der hat die 42. Ja, glaube ich. Ich glaube auch. Der Stinger hat ihn gehalten. Ja? Ja. Ah, Gott sei Dank. Hat ihn nur gefragt, soll ich einen Stinger machen? Wir haben gestern viel. Oh Gott. Kalte Finger. Bisschen Tang haben? Ja. Ich will den Fisch jetzt da nicht. Danke. Ja. Und damit geht's aufs Scoreboard. Bei Team Quantum der erste Zander in der Wertung mit 46. Team BFE ebenfalls ein Zander in der Wertung von 60 cm. Und bei Team Hardy Rise der 95er Hecht heißt Big Fish Punkt und der größte Hecht unter allen Teams. Fische und Strukturen einfacher denn je erkennen. Jetzt. Mit noch klareren Bildern, einer höheren Auflösung, verbesserter Zieltrennung. Dank neuester LiveScope-Technologie. LiveScope Plus. Nur von Garmin. Ich weine. Hä? Ich weine. Meine Augen drehen, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was die Motor macht, aber... Ja, jetzt drehen wir hier wieder einen ab. Ne. Was ist denn hier jetzt los? Das ist ein Baller. 100 Pro. Oder das, nein, das ist der 1,40 Meter Hecht. Warte mal, ich fahre mit dem Motor hinterher. Ich komm nicht. Ab? Nee. Also, mein größten Waller, also ich war mal in Spanien angeln. So, pass, ich fahre jetzt zurück, ja, ja, ne? Der hatte, keine Ahnung, 40 cm. Kurbel. Ja, ja. Wenn das wirklich ein Waller, das ist ein Karpfen gehakt. Das kann ich auch. Wegen dir verlassen wir jetzt unseren Hotspot. Super, Julia. Ja, wer weiß, was das ist. Rapfen. Wieso läuft hier Wasser rein? Weiß ich nicht. Ach, für die Bögenpumpe. Ich glaube, ich muss zu deiner Seite. Ja. Aber Schluss. Ja, da kommt los, gleich. Ich bin bereit. Ja, warte, dann angle ich jetzt erstmal wieder. Ja. Du bist ja fast über Johnny hier, Team. Alles durcheinander. Jetzt ist mal die Profos hier richtig gefordert. Das können sie mal die, zeigen. Die, yeah, ist, ja. Die M hattest du, ne? Ja. Die ist 40 drin. Was ist das? Was ist das? Könnt ihr es sehen? Ich weiß es nicht. Oder ist es doch dann nur mein Ketter? Ja, ich muss erst mal ankern. Ich hab nur was Helles gesehen. Ja, ich glaube, das ist was Gerissenes. Geht wieder.
Mach locker, locker, locker. Es könnte aber auch von der Bugwelle her was anderes sein. Oder so ein bisschen höher halten. Also ich fahre mal wieder einen Ticken hinterher. Du kannst nicht sehen. Das ist aber zu schnell für den Waller, oder? Ein Waller ist das nicht, dafür ist es zu kurz. Das ist ja was Kleines, Kompaktes. Ich glaube, das ist ein Karpfen, ein Schoppenkarpfen, glaube ich. Meinst du? Ich glaube, ja. Ja. Der mag dich nicht. Das kann ich auch verstehen, irgendwie. Leck mir aber so. Der hat Bock. Ja, ja. Das ist hier. Ja, pass auf nicht, dass uns gleich der Köder hier entgegenflitscht. Das würde zum heutigen Start richtig gut passen. Ja, kannst wieder. Ja, muss ich beeilen. Ja, wie denn, du Knallkörper? Gib mir noch mal Feuer! Ja. Gib mir noch mal Feuer! Kann man da ranhalten? Das sagst du immer. Ich wollte es mit Karlchen auch schon machen. Karlchen wurde heute auch schon mal arm. Zu Recht. Zu Recht. Oh. Oh, ist der riesig. Alter. Guck nach vorne. Den möchte ich wirklich haben. Jetzt will ich ihn. Also ich habe jetzt mal den Anker rausgelassen. Ja. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Aber wenn du Pech hast, geht er in die Wiese rein. Ja, die Route kann mehr. Den zieh doch mal. Oh. Nur nicht immer so zu mir hin. Aber die haben recht stabile Schuppen. Ich habe jetzt recht die Bremse dichter gemacht. Was? Scheiße, was ist das für ein Riesen? Das ist kein Schuppenkarpfen, aber. Ich mach das ja nicht, wenn ich okay. Aber jetzt haben wir weniger Strömung hier schon. Hoch, hoch, hoch. Mach die Bremse locker auf, sonst bricht die deine Route. Das ist ja auch eine Kunst hier. Nicht so, nicht so. Julia, du bist im Fluorcarbon, hör auf damit. Das ist. Ach so, da. Das ist nicht schlau, was du da machst. Ich glaube, wenn er abgeht, dann geht er ab, dann können wir es auch nicht umhören. Jo, heilige Scheiße. Schau mal. Also, das habe ich noch nicht erlebt. So hübsch auch. Schaut mal die Schwanzflosse, es ist und so goldig. Oh, hübsch. Ah, Julia, es ist ja schön, dass du den gefangen hast, ne? Aber das hättest du im Training machen können. Oh, Wahnsinn. Nicht jetzt. Genial. Nee, mal hier. Hast du ihn noch, vorne? Ja, ich hab noch. Oh. Nur mit Schwung rein, mit Schwung. Okay, los. Und. Ja. Guck mal, ein Taucher ist hier. Alter, guck mal. Fischihead. Da haben wir es wieder hier. Was ein schöner Beifang bei Team Hearty Rise, der kann sich mal sehen lassen. Aber wer Team Quantum kennt, der weiß, bei einem Zander bleibt's meistens nicht. Mich! Jo! Am Stinge! Am Stinge! Oh, das ist Glück, oder? Boah, ich hab dir gesagt, soll ich mit Stinge angeln, ja oder nein? Ich glaube, ich hänge auch einen dran. Ja, bitte, mach das. Oh, der ist auch besser, ey. Ja, und Pinkfarbe, habe ich gesagt. Pink, Pink on the River ist immer gut. Ja. Vorsichtig, der Einzelhaken hängt irgendwo. Geil! Juhu! Ja. Nur doch mal. Ganz knapp der Stinger, ey. Wie ist das möglich? Aber schöne Biss. Ich habe keinen, ich habe gerade einen. Du hast einen verloren, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Geil! Kriegst du ab? Ab. Ja. Hier, 54. 54. Ich freue mich wirklich über jeden Fisch, der hier gefangen wird. Nee, stimmt nicht. Nein, herzlichen Glückwunsch. Es ist echt hartes Brot.
Von daher echt Respekt für alle, die hier gerade was rausholen. Jetzt haben wir hier wieder einen schönen Rassenschwarm. Das sieht man richtig gut auf dem 360er. Packe ich mal die Vertikalrute wieder kurz weg. So, wir haben jetzt zwei Zander gefangen und wir sind in einem kleinen Bereich ganz ruhig. Und jetzt versuche ich das neue Crank von uns mit Blade. Versuchen das. Jonas, was machst du, Jonas? Gehst du auch um Hecht? Ich gehe auch auf Hecht. Ja, okay. Ich habe ein Chatterbait. Du hast ein Chatterbait, okay. Ich habe den neue Crank Blade. Die läuft ungefähr 1 Meter. Und da versuchen wir ein Hecht mit zu fangen. Aber für Zander sollten wir schon hier bleiben noch. Ja. Vielleicht gleich zur Fähre, da hatte ich ja gestern auch auf dem Mega großen Köder da. Du hattest ja gerade die Reaktion, das war ja da. Aber nicht so, aber nicht so, nicht so schön wie gestern. Das war nur so ein Ding. Ja. Die Sonne scheint auch mehr. Aber zumindest kommt jetzt eine Reaktion und vielleicht geht das Beißfenster auf. Dieses magische. Das ist ein Barsch. Denn ich glaube, das ist ein Barsch. Also entweder ist es ein kleiner Popelzander. Nein, das ist ein kleiner Popelzander. Mein Biss war gerade auch nicht toll. Naja, also gebissen hat er schon ganz gut. Dafür, dass er nicht allzu groß ist. Na, aber der könnte ganz eventuell vielleicht gerade reichen. Ja, mach mal weiter. Mach weiter. So. Erster Wertungszander für uns. 45 cm. Der darf jetzt auch zurück. So, Tschüssikowski. Auf Wiedersehen. So, Sven, geht weiter. Ich koch gleich Essen. Weil, was weiß ich, oder ich mach gleich die Stinger für morgen fertig oder irgendwie sowas. Ja. Ah, ist wieder ein 60er. Ich fäsche eigentlich wieder. Riecht! Nein! Die Schnur ist gerissen, wieso? Wieso ist die Schnur gerissen? Es reicht mir heute. Das ist der Tag, weißt du, das ist das, was ich meine. Da wirst du wild. Ey, das kann nicht sein. Was ist das für eine Scheiße? Ah! Ja, Leute, wir machen Planänderung. Wir donnern jetzt nach oben. Also, wir können nichts anderes machen. Benziner macht auf einmal Mucken. Check Engine. E-Motor ausgefallen, also schlimmer kann es am ersten Turniertag eigentlich nicht kommen. Ja. Doch, noch, auch noch dazu keinen einzigen Fisch zu fangen. Ja. Los geht's. Also das mache ich auch immer gerne, wenn wir Fische haben im Training oder jetzt beim Wettkampf, direkt einen Wegpunkt setzen, dann habt ihr einen optischen Überblick, wo die Fische kamen. Und jetzt zum Beispiel waren 5 oder 10 Meter dazwischen, zwischen dem Fisch von gestern und von heute. Also da werden wir jetzt gleich nochmal vertikal auf die Stelle gehen und hoffen, dass wir da noch schnell 2 Zander kriegen. Ja, ich habe anderen schlanken Köder genommen, auch in derselben Farbe, nur ein bisschen auffälliger und hat ein bisschen mehr Glitteranteile wegen der Sonne. Die Sonne kommt langsam raus, ne? Und ja, ich habe den ein bisschen fixiert, angeklebt, ne, mit Sekundenkleber, damit er länger hält. Ja, mal schauen. André. Und damit geht auch der erste Zander bei Team Vesti mit 60 cm in die Wertung. Ein Team Quantum bereits 2 Zander in der Wertung mit einer Gesamtlänge von 100 cm sowie Team Hardy Rice, sie konnten ebenfalls einen Zander in die Wertung einbringen.
Bei Team Luojang sieht wohl es danach aus, dass sie einen Spotwechsel vornehmen. Mal schauen, wo es die beiden hintreibt. Das ist auf jeden Fall Westender. Das ist Johnny oder was? Das ist Westin, denke ich. Das könnte Partyreis sein da unten. Nee. Das Boot. Nee. Das ist nicht deren Boot. Ja, das sind drei Mann. Ja. Das hat aber keine so ein. Also das ist nicht so ein komisches Boot. Aber einfach ist es halt nicht. So viele Fische sind da nicht gekommen. Wenn wir das noch machen, was wir danach machen, wenn wir uns am Platz vom Hecht fahren. Keine Ahnung. Karol wird am liebsten Hecht machen jetzt. Ja, Karol, Hecht, am liebsten Hecht jetzt. Du am liebsten Hecht jetzt. Du am liebsten Hecht jetzt. Ja, 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 ja. Vielleicht wird eine Schnur. Was tun, sprach Zeus. Wir müssen unseren Tankstopp noch mit einplanen heute, gell? Warum müssen wir heute tanken, Philipp? Die Tanke heute nur bis 3 auf hat und morgen zu. Und da das Boot hier keinen Einbautank hat und wir keinen Bock auf Slippen haben, dann zur Tankstelle zu fahren, müssen wir heute nochmal tanken gehen. Montag hat sie da zwar wieder auf, aber müssen wir heute auf jeden Fall noch machen, Karol. Vielleicht machen wir das jetzt auch so. Oh, ich sehe gerade, was die Weste verkehrt rum an. Die kann gar nicht aufgehen bei dir, weil die durch den Kurtern blockiert wird. Dann lassen Sie jetzt echt den Hechtspot machen. Dann ziehst du über die Buhnen und dann tanken wir. Das ist wie Profis den tragen. Nimm den Kescher. Weg. Alter, Geberstange, ne? Halt mal, ich muss raus. Und so, da haben wir den nächsten. Ah, der wird aber zu klein sein, ne? Neue Doppelgelenkzange von Westin, funktioniert super. Hm? Ja, da hing das schon drin. Genau 42. Aber auf den Punkt, ne? Ja. Top. Kleiner Fisch, aber zählt. Geht in die Wertung. Kam auch wieder auf den 20s V2 in Bass Orange und den schicken wir jetzt wieder nach Hause. Und ab mit dir. Und damit schauen wir auf den Zwischenstand. Bei Team Quantum aktuell der Zander-Punkt vorab gesichert mit 172 cm in der Gesamtlänge der Kategorie Zander. Team BFE 60 cm, ein Fisch in der Kategorie Zander. Team Westin ebenfalls 60 cm der Big Fish Point. Dennoch zwei Fische in der Kategorie Zander mit einer Gesamtlänge von 102 cm. Team Hearty Rise 95 cm der Big Fish Point sowie der Hecht Point mit 95 cm und einen Zander von 45 cm. Also, gerade Mindestmaß, aber es reicht euch, Leute. Noch ein Zander habt ihr sie voll. Petri auf jeden Fall schon mal dazu.
Wir haben, wie ihr mitbekommen habt, immer noch nichts. Und mal sehen, wie es weitergeht. Und euch weiterhin viel Erfolg. Ja, jetzt schon zwei. Petri, Jungs. Wir suchen uns jetzt gerade noch einen neuen Spot. Aber Carol, ich habe mich getäuscht, der liegt nicht auf dem Weg zum Hechtspot. Wir fahren jetzt direkt zum Hechtspot. Ja, Leute, ist einfach, wir müssen abbrechen. Das wirklich. Der Motor geht andauernd aus und wir sind 40 Minuten oder so von unserem Hafen entfernt. Und wenn der gleich gar nicht mehr anspringt, dann. Wenn nicht, müssen wir vom Ufer angeln. Wir versuchen es jetzt zu reparieren und wenn es nicht geht, dann müssen wir vom Ufer angeln. Also wir haben keine andere Wahl. Das bringt nichts. Wir sind hier gerade über die Fahrrinne gefahren, die Boote kamen, die Wasserschutzpolizei kam Vollgas angefahren, der Motor ging einfach aus mitten in der Fahrrinne, das ist mir einfach zu gefährlich und schließlich haben wir einen Kameramann an Bord und auch Timo und ich bin hier der Captain und das bringt hier nichts. Sorry, Timo, es tut mir leid, Mann. Alles gut. Sicherheit ist ja, immer oberste Priorität. Wir sollen hier wegkommen. Gar nichts. E-Motor geht auch nicht, wir können nicht mal abankern. Wir haben gar keine Chance, wir müssen jetzt in den Hafen, dann müssen wir gucken, ob wir es reparieren können. Treiben wir einfach wild rum, Junge, dann kommt so ein Riesenpott und dann sind wir tot. Genau, und du siehst die Wellen, die hier kommen. Ich habe 4 Kinder, Leute, und 5 ist auf dem Weg. Also, und die möchte ich noch einigermaßen alt werden sehen, solange ich noch lebe. Tut mir leid, wir müssen das gehen, Jan. Sicherheit geht vor, Mann. Wir twitchen uns jetzt einen ab. Wir hoffen, hier irgendwo noch einen Hecht zu holen. Gestern hat es funktioniert. Bei unserem Kameramann. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht wird noch was draus. Gerade gehört, River Fighters bricht ab. Wir wissen nicht, was los ist. Hoffentlich geht es ihm gut. Gerade kommt eine Mitteilung. Alex, guck mal. Okay, naja, gut. Hoffen wir das Beste. Schade drum. Dann sind wir die einzigen, die im Rennen sind, noch ohne Fisch. Die hatten ja die Motorenprobleme. Ja, kommen Sie mit hier aufs Boot. Dann können Sie hier auf dem Boot verlieren. Ja, schade, aber dann wünschen wir mal den beiden toi toi toi, dass da jetzt noch was draus wird. Und meistens steht ja so ein Plan dann, ne, für den Tag. Wenn jetzt da was. Machen wir auch ein paar Mal werden, Herr Wolf. Oh Mann, ey. Das ist Fisch. Bergehakt gebracht. Er kommt zu schnell schon hoch, wie geht der Teich weg. Gehakte Brasse! Halt die Schnauze! Was habt ihr denn schon wieder? Alles am Arsch. Motor geht nicht, Benziner geht. Und ich hatte mal gedacht, dass. Und ich hab gedacht, dass wir scheiße dran sind. Wir haben auch schon einen Graser gehakt. Riesengroß, richtig schön. Ich hab, ja. Ich hab mich echt gefreut. Den Richtdampf gab. Und ich hatte mal gedacht, wir sind scheiße dran. Ist jetzt nicht so optimal, ne? Ja, du warst ja von der Kuhlerei. Hat jemand Bock auf Frikadelle? Kuhlerei überfahren worden. Nee, danke. Macht der vom Ufer jetzt weiter? Ja, ich muss den erst mal zu reparieren, ne? Wir wollen natürlich die Zander fangen, die hier fressen, ne? Scheiße. Ich hasse die Viecher. Oder einer kommt direkt hoch. Das ist ein Brasse. Kann weiter an. Den Tock hast du nicht gehabt, ne? Nee. Oh, was für eine schöne. Green. Olga macht Loch auf. Ja, nee. Komm wieder ab. Die wollen wir doch nicht. Aber wo die Brassen sind, sind meistens auch die Pfanne. Und Preis.
Anscheinend ist heute der Beifangtag bei Team Hearty Rice. Ja, wir drücken den beiden mal die Daumen, dass sie noch ihre Zielfische fangen und in die Wertung einbringen können. Schauen wir nochmal bei Team Wojunks vorbei. Die beiden sind immer noch auf der Suche, überhaupt ein paar Fische zu fangen. Und das gestaltet sich im Moment ein wenig schwierig. Kurz den Spot ausgeangelt, heißt es für die beiden, ab zum nächsten, um zu schauen, wo die Zander stehen. Klappt es nicht mit denen, wollen sie natürlich immer noch den Hecht beangeln. Ja genau, drüben hat man, also er gesagt, Alex den Zander gefangen auf 5 Meter. Kam aber jetzt keine Aktion mehr, jetzt sind wir rübergefahren auf eine gegenüberliegende Seeeinfahrt. Wir haben jetzt ablaufendes Wasser, hier vorne zirkuliert das Wasser schön auf der Einfahrt auf dem Kopf. Ja, sieht sehr gut aus, vielversprechend, aber wir hatten gestern im Training auch schon viele vielversprechende Stellen, die keinen Fisch gebracht haben. Ja, aber wir probieren es hier mal und wenn hier nichts geht, dann fahren wir ein paar Kilometer den Fluss hoch. Ja, wir haben hier so eine Kehrströmung mit eine gute Strömungskante. Ich jigge die ganzen verschiedenen Kanten ab und der Pier fischt vertikal da 5-6 Meter und ich versuche von 3 bis 6 Meter alles abzujiggen. Mal gucken, was kommt. Die Lage bei Team River Fighters sieht nicht gut aus. Wenn wir mal ins Boot schauen, sieht das nach ziemlich viel Chaos aus und nach großen Problemen. Ja, was der Plan ist, das werden sie uns jetzt erzählen. Ja Leute, wir haben den Fehler gefunden, beziehungsweise der Stefan Oberheimer von Thema Marine. Leute, falls ihr mal eine gute Werkstatt braucht, das ist der richtige Ansprechpartner. Die Zündkerze ist im Arsch. Ich habe ihm genau gerade geschildert, was passiert im Stand. Wenn ich schalte, geht er aus. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, funktioniert er, kann ich auch schalten. Hat er gesagt, sofort gesagt, Zündkerze. Hat gesagt, er wird wahrscheinlich auf 700 Umdrehungen laufen, statt 950. Haben wir geguckt, läuft exakt auf 700 Umdrehungen. Also der Mann, der kann was. Ja, und wir können jetzt nichts mehr, weil wir haben hier heute nämlich Karneval in den Niederlanden. Ja. Und wir werden wahrscheinlich jetzt keine Bootswerkstatt finden vor Montag, das heißt also... Ufertour. 3 Tage Uferangeln, mein Freund. Und Timo hat natürlich einen kaputten Fuß, deswegen war der auch in der letzten Staffel nicht mit dabei, der wurde operiert. Das heißt, wir müssen jetzt Spots suchen, wo wir direkt am besten mit dem Auto dranfahren können, oder? Ja, ein bisschen laufen geht auf jeden Fall schon, aber... Ja, aber jetzt nicht den ganzen Tag, oder? Es wird hart auf jeden Fall, ja. Ja. Ey, Timo, ich will nicht, du weißt, ja. Gesundheit geht vor. Nee, es wird Spaß. Wir werden eine Lösung finden. Ja, einfach Spots anfangen, wo wir aussteigen können. Ja. Boah, ich grinse im Kopf. Wir haben so die Arschkarte. Ja, also einzigste, ja, vielleicht finden wir noch einen, wir googeln noch, aber bis jetzt ist alles zu und alles geschlossen. So machen. So machen. Boah, ey, das ist echt bitter, richtig bitter, ne? Ja, E-Motor haben wir auch rausgefunden, was es ist, Batterie war leer. Aber hätte uns auch nicht weitergeholfen, weil ja, schließlich ist es natürlich gefährlich, dass die Zündkerze ganz aufgibt. Ja. Und wir. Und dann können sie uns in der Nordsee einsammeln. Ja, wollte ich gerade sagen. Im schlimmsten Fall treiben wir einfach durch bis zur Nordsee und wir verhungern und verdursten. Ja, wer weiß, wo das wir rauskommen, ne? Ja. Du hast ja keine Kinder, du hinterlässt ja nur Familie. Wie traurig sind Junge, ich habe Kinder, wer soll die denn versorgen? Ja. Wir melden uns hoffentlich, falls irgendwann irgendwo. Vielleicht werdet ihr gleich gute Nachrichten von uns erhalten. Die anderen Teams werden wahrscheinlich schön angeln und schön euch unterhalten und Fische fangen. Wir müssen jetzt erstmal gucken und ja, Arschkarte, ne? In dem Gelände. Katastrophe, Katastrophe. Ja, wir haben leider gerade erfahren in der Gruppe, unser Kameramann hat uns informiert, dass Team River Fighters aufgrund von Problemen mit Motor, E-Motor oder Verbrenner, wissen wir gar nicht genau, oder beides, jetzt abbrechen muss und sowas ist natürlich echt scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck, aber wenn das im Turnier passiert, das ist einfach Mist und ja, Timo und Johnny, ja, tut uns echt leid, ist Mist, ist, falls wir helfen können, meldet euch, aber es ist einfach doof. Ja, wie ihr sehen könnt, wir sind immer noch an unserem Zanderspot, wobei man auch sagen muss, dass hier immer mal ein guter Hecht kommen kann. Steffen konnte ja jetzt 2 Zander fangen. Einer ist relativ gut, so die Durchschnittsgröße, wie wir es auch im Training hatten. Wir hatten da immer so einen 60-plus-Schnitt. Ein etwas kleinerer,
Aber unser Ziel ist jetzt hier, die Zander voll zu machen bzw. auch abzugraden. Wir wollen einen 60-plus-Schnitt bei den Zandern und eventuell den Bonushecht. Daumen drücken. Schnell, 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 schnell. Okay, doch nicht so. Strömung. Yes! Yes! Junge, hat der sich das Ding weggeblasen? Steffen! Huhu! Auf den schwarzen Köder, Leute. Saugeil, Steffen. Ne, der kam rein wie eine Granate. 48. 48, genau. So, ich habe nochmal einen Köder gewechselt. Habe auf den Twinties in 20 cm gewechselt. In einer schwarzen Farbe mit Flex drinne. Die gibt es so nicht. Und ging keine 2 Minuten. Dann hat sich der schöne Kollege den Köder geschnappt. Und jetzt setzt man den wieder zurück. Aber auffällig, ne, Steffen, wieder der UV-Kopf, ne? Ja. Danke dir, mein Freund. Ja, wir sind jetzt so 10 Kilometer den Fluss hochgefahren, an einer Kanalmündung. Unten hatten wir ja, wie gesagt, gestern und heute auch einen Fisch in der Nähe vom Hafen. Wir denken, dass die Zander dann doch ein bisschen das ruhigere Wasser suchen, statt im Flachen an der Strömung zu stehen. Da drüben sind 3 Uferangler, die haben gerade auch einen kleineren Zander gefangen. Es wird zähes Angeln. Wo ist sie? Wo ist sie? Ja! warte. Mit einem Wobbler da. Hast du mit? Hab Krebs dran. Ja, was für? Chibu. Ach. Ich zeige euch den auch mal ordentlich. Jonas ist on fire. Hey, mein Freund, du bist on fire. Und damit geht der nächste schöne Fisch bei Team Quantum in die Wertung ein. Kann ich auch an die Bleikopf machen, oder? Den kannst du auch am Jig fischen, klar. Ja. Die will haben. Bup. Ja, Upgrade. Upgrade? 9,58. Ja. Ja, ich war schon brav. Und damit darf dieser schöne 58er Zetti wieder zurück in sein Element. Ja, ich habe jetzt gerade mal auf den Krebs, auf den BS-Craw gewechselt, am Chebu mit 14 Gramm, weil wir hier an der Strömungskante fischen. Habe den ersten Wurf gemacht, kam auch gleich ein Fisch, also funktioniert. Tiat hat jetzt auch schon gewechselt. Ich fische ihn Offset. Tiat hat ihn jetzt am Jig gemontiert und fischt den jetzt. Ja, und ich hatte im Training damit schon Zander gefangen. Ist natürlich jetzt für die Jahreszeit auch einfach perfekt, weil man den Köder ganz, ganz langsam und ganz lange auf den vermeintlich heißen Plätzen halten kann. Ja, also ist ein echt schicker Köder, ist relativ neu im Programm. Hat in den Schaufeln kleine Auftriebskörper, sprich, dass er, wenn er absinkt oder auf dem Grund liegt, die Schere noch nach oben hält sozusagen. Also wie ein Krebs halt, der auf Angriff ist. Und das ist er. Haben wir in mehreren Farben, also in verschiedenen Dekoren. Ich habe jetzt den hier drauf, Tiat fischt Kansas Shiner. Mal gucken, was besser jetzt funktioniert. Schau mal, drüben sieht es jetzt wieder richtig gut aus, ne?
Steffen, der eine Zander der 60er ist gut, aber die anderen zwei müssen wir upgraden, das nützt alles nichts. Auf jeden Fall upgraden, ja. Quantum legt ganz schön vor, die haben jetzt auch schon drei gute Fische, ne? Ja, die haben einen guten Schnitt. Boah, müssen wir mal schauen, ob wir hier noch was kriegen. Ja, ich denke, hier wird schon noch der eine gute Fisch kommen, den wir brauchen. Und der zweite auch noch, ne? Also im Training hat man das so, dass die da waren. Und ging alles ein bisschen schneller. Sollten die jetzt nicht kommen. Aber guck mal, die Strömung nimmt auch immer mehr zu jetzt, ne? Das ist ideal eigentlich. Strömung nimmt auf jeden Fall zu, ja. Das ist perfekt. Im Boot schön gegensteuern immer. Ja, der wird hier kommen auf jeden Fall. Ja, denke ich. Mache ich mir keine Sorgen. Bei Hochwasser immer an der Strömungskante entlang, ne? Und auch mal einen schwarzen Köder probieren. Richtig. Häufig unterschätzt. Mir, ja, hat bei mir jetzt nach circa 2 Minuten funktioniert. Ja. Davor hatte ich... Ich glaube, die meisten trauen sich irgendwie nicht, schwarze Köder zu fischen. Also Tipp von uns, fischt auch mal schwarze Köder. Ist so, der fällt auf. Der fällt auf, ja. Ich fische den auch beim Pelagen total gerne, den schwarzen. Mhm. Ich fische zu Hause auch immer gerne mal mit schwarzen Ködern bei Hochwasser. Ja, zum Vertikalfischen im Winter verwenden wir gerne die schwereren Vertikalrouten. Aus dem einfachen Grund, im Winter hat man oft mit Hochwasser zu tun. Und deswegen fischen wir schwere Köpfe. Ich habe hier einen 50 Gramm Kopf montiert auf dem 20 cm Twinties. Und ich benutze die W4 Vertical Chicking bis 64 Gramm Wurfgewicht. André fischt mit einer W8 Vertical Chicking mit einem Wurfgewicht bis 52 Gramm. Bei unseren Twinties Packungen sind immer noch als kleines Gimmick ein kleines Tütchen dabei mit Rasseln. Und genau die kommt jetzt in mein Fireflake. Mal schauen, ob es was bringt. Vielleicht kann man es hören. Auf unserer Karte steht jetzt der Hecht und ein Zander. Uns fehlt weiterhin der Barsch und auch noch zwei Zander. Aber ich wechsle jetzt den Köder. Und zwar konnte ich in der Winteredition letztes Jahr damit einen 51er Barsch fangen. Das ist unser CT-Shirt im Dekor Lava. Ist eine kleine Bank auf Barsch. Und dann mal schauen, ob er gleich Erfolg liefert. Wir haben eine kleine Wette, wer den ersten Barsch fängt heute oder überhaupt einen Barsch, der gibt einen aus. Richtig? Ja, dass wer den ersten Fisch fängt. Ja. Also gibst du wohl einen aus. Ja, dann Barsch mal gucken. Ich hoffe, du hast dein Portemonnaie mit. Nee. Und du hast gestern die Wette mit Josef, hast du aus meinem Portemonnaie bezahlt. Was deins ist, ist meins und was meins ist, ist deins. Alex und Pierre von Team BFE haben sich jetzt einen Brückenpfeiler rausgesucht. Ein paar markante Stellen am Betonfundament sind öfter mal gut für einen Zander oder auch andere Raubfische. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie lange wird es dauern, bis der erste Fisch an den Haken geht oder ob überhaupt einer an den Haken möchte. Jo, hey. Fisch. Barsch, doch Barsch. Was war der gerade abgeworfen hat? Oh, stressig, ey. Ich muss erstmal ankommen. Ja, ja. Geil. Da holen wir noch einen, dann sind wir fertig mit dem Fisch. Boah. So. Ja. Gerade noch einen Vertikalzander bekommen, hier noch unter der Brücke, hinter der Brücke direkt, ne? Voll reingeschippert. Sauber, Alex. Ja. Jetzt gucken wir, ob wir noch einen kriegen hier. Ja. Und dann hauen wir hier ab, weil das ist echt tricky hier. Hoffentlich ist alles gut, keiner verletzt.
fischen hier auf einem Meter Wasser, ey. Muss irgendwo ein Hecht rumstehen, Mann. Die Zander haben gerade keinen Bock, die werden wir heute Abend dann befischen. Wir versuchen jetzt den einen Barsch zu bekommen, den wir haben müssen. Da werden wir auch nicht auf groß fischen, weil wir sind bei den Bedingungen gerade glücklich, wenn wir überhaupt einen bekommen. Ja, wir fahren jetzt an unseren Spot, wo wir ja eigentlich immer unsere Barsche hatten. Wir haben die vom Ufer angefischt, da hatte Julia einen mit einem Zehrig auch bekommen. Ja. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden dann ein bisschen durchknattern und wenn er nicht kommt, ja, kommt er halt nicht. Und zur gegebenen Stunde werden wir dann nachher wieder auf Zander angeln und dann werden wir die schon bekommen. Ja. Na dann, Feuer frei so, ne? Ja Leute, der Wechsel auf den Twinties Fireflake 20 cm mit Rassel hat sich bewährt. Der nächste Zander ist da. Und es ist ein Upgrade. Ja, ihr seht's, auf einen 20 cm Köder, also selbst die Zander mit 54 cm haben keine Angst vor großen Ködern. Im Winter immer mal eine Nummer größer fischen, der wird zurück und wir fischen weiter. Vielleicht geht in der Episode 1 noch was. Und damit haben wir einen neuen Zwischenstand. Aktuell Team Quantum immer noch den Zanderpunkt mit 176 cm. Team BFE ein Stückchen höher gerutscht mit 115 cm in dieser Kategorie. Team Westin ebenfalls die Zander vor mit 162 cm. Und Team Hearty Rise immer noch den Hecht und den Big Fish Point. Wir glauben, dass Angeln das einzige Hobby ist, das dich wahrhaft erfüllt und deinen Tag noch besser macht. Einfachheit und Leichtigkeit ist uns enorm wichtig und deshalb ist unser Camp mit dem Bootssteg direkt am Wasser gelegen. Buche jetzt nicht einfach deinen Angelurlaub der besonderen Art und dann auch noch in Spanien. Nein, buche jetzt deine beste Erinnerung. Ebro Fishing. So, ich knote jetzt nochmal neu. Ich habe gerade einen kleinen Cut bei mir auf meiner dünnen Schnur hier entdeckt. Nicht, dass ich noch einen Fisch durch Schnurbruch verliere. Da habe ich heute nicht so Bock drauf. Ja, wir haben jetzt noch 5 Minuten etwa. Jetzt ist die erste Episode zu Ende. Da werden wir wohl nichts mehr bekommen. Aber danach werde ich gleich mit meiner Zander Force 2, die 832M, werde ich gleich ein bisschen mit dem Zehrig hier die flachen Buden mal ausfischen. Und dann hoffen wir, dass wir schnell den Barsch kriegen. Ja, und dann werden wir weiter auf Zander fischen. Ja. Ja, ich fische die 832M, wie ich ja vorhin sagte. Die benutze ich ganz gerne fürs Finesse-Angeln, weil die ist parabolisch aufgebaut. Die Fische kriegen nicht sofort mit, wenn sie mal den Köder nehmen. Und ich selber warte mal im Moment noch beim Zehrig-Fischen, dass er dann ein bisschen anzieht und dann ja, wie beim Blackbass-Fischen quasi fast. Ja, und dafür ist die halt perfekt. Dann schön weiche, kleine, leichte Haken damit fischen, die nicht gleich aufbiegen. Ja, meine Barschroute. So, 12.29 Uhr. Also ein paar Fehlbissen war nichts los. Wir hoffen, der Johnny kriegt sein Motorproblem repariert. Ist morgen wieder dabei. Und die 2 Stunden vollgerackt, die gibt's nicht. Oder was du davor gehabt hast. Wir haben jetzt hier eine ganze Ecke vertikal. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen dabei bleiben. Beziehungsweise Carol schmeißt immer schön Hardbait gegen das Ufer. Und wir hoffen, dass da irgend so ein verhungerter Hecht oder Barsch noch rumsteht. Aber außer Fehlbissen und Aussteiger haben wir jetzt leider Pech gehabt in der Episode. Dann haben wir so einen halben Tag Zeit. Wir driften jetzt so langsam wieder Richtung Unterkunft und haben dann noch ein paar Spots. Da sehen wir uns dann einfach nächste Woche. Bis dahin. So, Jonas. Das war Episode 1. Episode 1, ja, ja. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Wir haben einen Zander gefangen. Ja, das war unser Ziel, dass wir auf jeden Fall den Vormittag oder den ersten Part fürs Zanderangeln nutzen. Stimmt. Wir werden nachher vielleicht noch mal ein bisschen auf Zander gehen, weil die anderen Teams sind jetzt nicht dran. Ja, die sind, das sind nicht so viel Zentimeter. Nee, wir haben zwar noch den
Zanderpunkt momentan mit den drei größten Zandern. Mhm. Aber da ist Luft nach oben, also 58 müssen wir verbessern. Kriegen wir vielleicht hin. Jetzt ist aber hiermit erstmal vorbei. Ja. Wir wollen jetzt versuchen, es gibt noch keinen Barsch. Und kein Barsch. Jetzt unser Plan für den Nachmittag. Wir wollen jetzt versuchen, Barsch zu fangen. Barsch zu fangen, ja. Wird sehr schwer, das Wasser ist super nah, super ja, trübe, ist ganz, super hoch. Ganz viel Wasser gekommen in Holland. Daher wird es schwer. Wir versuchen trotzdem diesen einen blöden Barsch zu fangen. Hoffentlich, und wenn er 22 ist, ist egal. Ist auf jeden Fall egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir werden jetzt weitermachen. Wir werden weitermachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Machen wir. Für uns, unser Plan hat halbwegs funktioniert, denke ich, ja? Hat halbwegs wirklich gut hingehauen, ja. Wir konnten unsere drei Zander fangen, die wir uns vorgenommen hatten. Müssen an der Größe noch ein bisschen schrauben. Ja, genau. Ich denke, das werden wir noch ein bisschen upgraden jetzt. Wir versuchen sie nochmal in die Höhe zu schrauben. Und vielleicht kommt noch der Hecht. Wir haben schon Hechte hier gehabt. Und er ist immer mal mit drin. Von dem her, wir sind guter Dinge. Ja, denke ich auch. Wir machen weiter. Wir sehen uns bei der nächsten Episode, nächste Woche. Schaltet ein. Bis nächste Woche. Team Westin. Und ob Team Riverfighters ihr Motorproblem gelöst bekommt und was noch alles so los ist bei Team BFE, das erfahrt ihr alles in der nächsten Episode des Riverfighters Hauptformates 2022 in der Winteredition. Wir bedanken uns auch gleichzeitig bei unseren Sponsoren Garmin, Fortis Eyewear, Rapala, Predax Fishing Terminal Tackle, BFE Fishing Closing Tackle und ebrofishing.de. Und seid ihr noch auf der Suche nach passendem Raubfisch-Tackle, dann solltet ihr bei www.riverfighters.de mal vorbeischauen.